In diesem Video geht es um die Methode, die ich Karussellfortbildung nenne. Die Grundidee ist ganz einfach. In einer Gruppe, einem Team oder einem Kollegium mit regelmäßigen Treffen ist jede Person einmal für die Vorbereitung eines Termins zuständig und übernimmt zum Beispiel einen Kurzvortrag. Das Format ist sehr einfach und verbreitet und daher ist es auch unter verschiedenen Namen bekannt. Man könnte es zum Beispiel Rotationsschilf nennen, Schilf im Sinne von schulinterne Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung und Rotation im Sinne von es geht reihum, jeder ist einmal dran. An manchen Orten ist es als wöchentliches Format nach einem Wochentag bekannt, zum Beispiel als Mittwochsbildung. In meinem eigenen Team wurde es 55 Minuten mehr Wissen getauft, nach der Dauer der Fortbildung benannt. Lehrerinnen und Lehrer kennen es vielleicht als Mikroschilf oder aus dem eigenen Klassenzimmer als Referatsunterricht. Wie sieht es genauer aus? Hier kommt eine erste Erklärung in 6 Schritten. Schritt 1. Es braucht regelmäßige Termine mit einer relativ stabilen Gruppe. In der Schule beispielsweise ein Team oder das ganze Kollegium. 2. Am Anfang steht ein gemeinsamer Themenrahmen, der entweder weit oder eng gefasst werden kann. Entscheidend ist, dass dieser Rahmen einen gemeinsamen Nenner der beteiligten Personen und ihrer Interessen abbildet. Nummer 3. Jeder Termin wird von einem Mitglied des Teams gestaltet. Dabei wird nach dem Rotationsprinzip durchgewechselt. Die für einen konkreten Termin zuständige Person wählt das Thema für diesen Termin selbst und sie kann auch die Form eigenständig vorbereiten. Auf diese Weise kann ein buntes Bild an Themen und Arbeitsformen entstehen. 4. Die Ausgestaltung des konkreten Termins liegt also jeweils bei der zuständigen Person. Die Form kann von der frontalen Präsentation über einen moderierten Erfahrungsaustausch bis zum Rollenspiel reichen. 5. Außerdem braucht es eine Person für die Koordination. Diese Person kümmert sich darum, dass es einen Plan mit Themen und zuständigen Personen gibt. Dieser Plan kann nach und nach weiterentwickelt werden, außer falls die Themen aufeinander aufbauen müssen. Dann braucht es eine rechtzeitige Koordination aller Termine und Themen bzw. den Zuständigkeiten. Ein solcher Plan kann typischerweise beim ersten Treffen der Gruppe gemeinsam erstellt werden. Schließlich Nummer 6. Eine Dokumentation ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Form hängt aber ganz stark von der ganz konkreten Ausgestaltung des Themas ab. Einige Beispiele für verschiedene Settings und Themen und Formen finden Sie in unserem Lernangebot auf der Textebene. Als nächstes möchte ich noch einige Stellschrauben vorstellen. Mit Stellschrauben sind Ansatzpunkte oder Ideen gemeint, mit denen man Variationen des Formats entwickeln kann. Zunächst mal kann man die Eckdaten konkretisieren. Hinsichtlich der Zeit kann man nach der Frequenz schauen, sich also fragen, wie häufig findet das Treffen statt. Auch zur Dimension Zeit gehört die Frage nach der Dauer. Wie lange können und sollen die Treffen jeweils dauern und wie lange soll das Format insgesamt laufen? Dann kann man die Zusammensetzung der Gruppe variieren. Bleibt die Gruppe konstant zusammengesetzt? Gibt es Ausnahmeregelungen? Oder kommen jedes Mal nur diejenigen, die dieses Mal dabei sein wollen? Und dann steht hier auf der Folie noch der Punkt Methoden. Das steht hier zwar ganz klein, ist aber ein ganz entscheidender Punkt. Wie wird das Treffen ausgestaltet? Gibt es eine feste Methode oder wechselt es ab? Es kann zum Beispiel jedes Mal ein Kurzvortrag sein, ein Input und Diskussion, ein Erfahrungsaustausch entlang von Leitfragen, ein Vortragsvideo, das gemeinsam angeschaut wird, ein Rollenspiel, eine kollegiale Beratung. Hier ist prinzipiell die ganze Bandbreite von Methoden denkbar. Eine große Stellschraube bzw. eine mögliche Variation des Formats habe ich hier Themenwunsch genannt. Ergänzend zur freien Themenwahl kann zu Beginn auch erst einmal ein Pool von möglichen Themen erstellt werden. Alle Mitglieder können dafür Themenwünsche einbringen. Diese Sammlung von Themenwünschen kann offen oder anonym erfolgen. Dann können im nächsten Schritt andere Mitglieder der Gruppe je ein Thema adoptieren und sich um die Umsetzung kümmern. Hierbei ist es wichtig, dass der Themenwunsch möglichst konkret beschrieben wird, damit wünschende Person und adoptierende Person möglichst ähnliche Vorstellungen vom Thema haben. Denkbar ist auch, dass diese beiden Personen das Thema gemeinsam vorbereiten. Eine andere Variation habe ich Themenvergabe genannt. Das ist quasi der Gegenpol zur freien Themenwahl. Es können festgelegte Themen innerhalb der Gruppe vergeben werden. Das ist dann quasi das Modell Referatsunterricht, das in manchen Klassenzimmern oder Seminarräumen sehr beliebt ist. Eine wichtige Stellschraube ist die Frage, ob diese Mikrofortbildung eigenständig oder angedockt stattfindet.
Wenn das Thema eine längere Dauer erfordert, sollte der Termin eigenständig stattfinden. Falls es pro Termin nur, sagen wir, 5 bis 30 Minuten braucht, kann das Format stattdessen an bestehende Termine angedockt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass die Gruppe gemeinsame feste Termine hat, beispielsweise Teamtreffen oder Konferenzen. Soweit ein Überblick über das Format Karussellfortbildung. Auf der Textebene unseres Lernangebots finden Sie Beispiele für Settings, für Themen und für Formen sowie einige weiterführende Links.